Und willkommen zurück bei The Kalisse Protokoll. Nein. Keine Lust in die Luft zu fliegen. Keine Lust in die Luft zu fliegen. Ach Gottchen. Müsste ich hier nicht, wollte gerade sagen, müsste ich hier nicht irgendwas kriegen? Ah. Gesundheit. Also wie gesagt, stimmungsvoll. Pff, ja, grundsätzlich ist das Spiel nicht. Also ist es okay. Stimmungsvoll. Muss ich jetzt hier hin? Oder? Noch mehr? Das ist mein eigener Schatten. Also ja, das Spiel ist nicht unstimmungsvoll. Es sieht gut aus. Punkt. Es sieht nicht schlecht aus. Es sieht echt, ne? Die ganzen Details und sowas. Das ist nett. Und die Beleuchtung ist teilweise ein bisschen nervig, wie ich finde, aber auch gut in Szene gesetzt. Also dagegen kann man jetzt nicht so viel sagen. Möchte ich auch gar nicht. Ne, wenn das eine Stärke des Spiels ist, ist das ja vollkommen auch. Das Spiel hat ja auch seine Stärken. Es hat halt auch seine Schwächen. Deutlich Schwächen. Okay. Aber hey, ich habe ein großer Minuspunkt ist behoben worden. Ich habe ein größeres Inventar. Ist das nicht toll? Ich würde jetzt tatsächlich gerne einmal speichern. Ich werde jetzt anfangen, häufiger zu speichern, aus dem einfachen Grund, weil ich mir denke, ich habe keine Lust, die ganze Scheiße nochmal zu machen. Oder meine Items zu verlieren, was schon bereits passiert ist. Wir erinnern uns, da bei dem Wasser bin ich gestorben und dann konnte ich auf einmal dieses komische, ich weiß nicht, wie die Dinge heißen, Energiekerne, blablablub, konnte ich plötzlich einfach nicht mehr einsetzen. Konnte nicht mehr einsammeln, weil es war weg. Und ich hatte es auch nicht im Inventar. Hallo. Ich hab diese blaue Leiste noch nicht verstanden. Lädt sich das Ding, also ich guck gerade auf meinen Nacken. Also angeblich lädt sich das irgendwie auf. Das verstehe ich nicht. Die blauen Balken über den Gesundheitsanzeiger stellen die Dingens her. Die Verwendung des GPA verbraucht Energie, die sich in der Länge der blauen Balken widerspiegelt. Die GPA geht es beginnt zu bedingen, wenn sie fast leer ist. Die Verwendung des GPA bei Objekten verbraucht wenig Energie. Die Verwendung des GPA bei Gegnern verbraucht viel Energie. Größere Gegner verbrauchen schneller Energie als kleine Gegner. Okay, so viel ist okay. Der GPA lädt sich mit der Zeit langsam wieder auf und kann auch mit einer GPA Batterie schnell aufgeladen werden. Das heißt aber doch eigentlich, dass das Ding sich eigentlich aufladen sollte. Wenn dem GRP die Energie ausgeht, während du einen Gegner oder ein Objekt hältst, wird es fallen gelassen. Der GP verbraucht, falls verfügbar, automatisch eine Batterie aus dem Inventar, um die blaue auf dem Nacken aufzufüllen. Also, eigentlich, meines Erachtens nach, müsste sich jetzt irgendwann mal diese Leiste da unten oben, also an meinem Nacken, die Leiste füllen. Da müsste es ja auch aufhören zu blinken, weil es dann nicht mehr fast leer ist, bla bla bla. Ja, sehe ich nicht. Also literally. Sehe ich nicht. Da füllt sich nichts auf. Probleme.
wo sind sie denn? Hallo? Was? Wie, du bist nicht tot? Hallo? Kommen wir noch mehr? Noch mehr. Also. Noch mehr? Schlecht. Komm jetzt rauf. Tür klemmt. Mhm. Beeil dich. Da kommen sicher bald noch mehr von denen. Geh zu Dani. Ich habe vergessen, wie die Dame heißt. Aber ja, anscheinend heißt sie Dani. Oder Danny. Ja gut, dann gehen wir mal rauf zu ihr. Die Tür klemmt. Ja, dann machen wir die einfach mal grob auf. Dachte nicht, dass ich dich wiedersehe. Na ja, warum? Ha? Weil du mich sterben lassen wolltest? Und du wolltest mich auf deinem Schiff töten. Damit sind wir wohl quitt. Keine Ahnung, ob du es gemerkt hast, aber wir sitzen hier tief in der Scheiße. Hey, du musst mich nicht mögen und ich dich auch nicht. Aber Elias hatte recht. Allein sind wir verloren. Aber zusammen haben wir hier vielleicht eine Chance. Na gut. Wenn ich die Raupe in Gang kriege, kommen wir zum Hangar. Du musst das Haupttor öffnen. Ah, oh, diese Lippen. Ich dir vertrauen. Hier. Nimm die. Wirst du brauchen. Die Biester sind überall. Ich bin übrigens Jacob. Ich weiß, wer du bist. Ich habe eine neue Waffe oder was? Schneller Waffenwechsel. Drücke 1, um schnell zwischen ausgerüsteten Waffen zu wechseln. Waffen können auch aus dem Inventar ausgewählt und ausgerüstet werden. Das ist ja schön. Was habe ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt bekommen? Moment. Das ist meine Schrotflinte. Und das ist meine Seitenwaffe? Ich habe eine Hauptwaffe? Eine zweihändige Schrotflinte, die zum Aufstandsunterdrücken oder Waffen wurde. Hatte die gleiche Muni? Nö, ne? Die hat jetzt nochmal eine ganz andere Muni. Richtig? Richtig. Geil. Hat nochmal eine ganz andere Muni. Woran soll ich jetzt merken? Okay, die ist. Okay. Okay. Schade. Tja. Was zum Verkaufen, was zum Kaufen, was zum... Ich hab keine Ahnung. Das wollte ich gerade noch gar nicht tun. Ich würde mich erst noch umschauen. Ich habe versucht, Ferris zu erreichen, aber wird vermisst. Musste reagieren, habe das Tor verschlossen. Sind jetzt alle auf der anderen Seite gefangen. Das ist ja super. Das heißt, ich mache jetzt hier auf und dann sind die alle frei. Verdammt! Ich gehe rüber in den anderen Raum. Ich sag Bescheid, wenn ich bereit bin. Sicherheitsmaßnahme. Macht Sinn. Okay, geh rüber. Ich kümmere mich um den ersten Schalter. Versuch nur, dich nicht töten zu lassen. Oh, sind die alle freundlich zueinander? UKC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Da mal ganz kurz gucken wegen Verkaufen. Ich habe ein paar zu viele von diesen Injektoren. Aber ich verbrauche gerade auch echt viel. Das ist jetzt diese neue Schrotflinte. Stabilität. Kapazität kommt erst später. Würde ich zwar hinbekommen.
Aber will ich das? Ich bin gerade echt gewillt. Ich bin gerade echt gewillt, hier reinzugehen. Weil das ist echt hilfreich für die... für so große Dinge. Qualitätsprüfung bestätigt. Und außerdem, ja, ich bin eigentlich mit der Schrotflinte gerade ganz zufrieden. Jetzt habe ich noch eine neue Schrotflinte. Okay. Ich hätte eigentlich sowas wie eine Maschinenpistole oder so erhofft. Jetzt habe ich zwei Schrotflinten. Warum? Aber okay. Na gut. Warte mal, Sniper. Obwohl, den Sniper braucht man im Spiel, glaube ich, nicht. Weil die Wege sind viel zu klein. Es ist alles total eng und so. Also eine Sniper wird es, glaube ich, in diesem Spiel nicht geben. Maschinengewehr, vielleicht. Weiß ich nicht. Vielleicht. Energiezellen? Nee, ich nicht. So, gut. Dann gehen wir von einer Schleuse in die nächste. Kommt hier nicht rein. Ach, Aufzüge, die lieben wir doch. Wir wurden noch nicht in einem Aufzug angegriffen. Ich würde behaupten, das kommt doch. Ist ja eine der allerersten Sachen, die in Dead Space passiert sind. Entschuldigung, aber mit... Oh Gott. Das Spiel ist so... Das Spiel ist so vorhersehbar. Ah, geil. Oh, schön. Nee, alles klar. Ja. Gut. Ah, okay, da, der ist eingesperrt. Ich dachte schon. Ich muss durch diese Tore. So. Ist hier irgendwas, was ich gebrauchen kann? Entsperre den Wachraum mit einer Sicherung. Ja, yeah, ich weiß auch, wo die Sicherung ist, aber. Kommt jetzt wahrscheinlich da raus. Nein. Hm. Er hat schon Gegner erwartet. Immer erst zuerst looten und danach machen, weil man weiß nie, ob man danach noch Zeit hat zu looten. Oh ja, Gesundheit, schön. Nett. Nehme ich alles. Aber jetzt wird die Zelle wahrscheinlich aufgehen. Hab's. Nicht. Hm. Keine Gegner? That's weird.
Dass du den nicht da drin töten kannst. Revolvermunition. Erkunde den Stromreaktor. Aha. Da gibt's schon Explosivdinger. Ich würde sagen, der muss hier weg. Klingt, als hätte sich was in der Turbine verhakt. Wie sind die da reingekommen? Obwohl, krieg ich kein Loot, ne? Falsch. Shit. Okay, Glück gehabt. Dann kriege ich keine Munition, das ist echt scheiße. Wenn ich die da. Also ich, ja, ich krieg dadurch die Gegner richtig schnell fritte. Das ist schon richtig. Das ist gut. Wenn zu viele Gegner kommen, kann ich das richtig gut abusen. So, jetzt. Sind wir wieder bei dem Punkt, dass mein Ding eigentlich leer ist. Ich nicht sehe, dass sich das Ding auch irgendwie auch nur im Ansatz auffüllt. Ein blauer Balken hier. Ist das ein Bug? Oder so? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's in den zweiten Kontrollraum geschafft. Wurde langsam Zeit. Bin bereit, wenn du's bist. Die ist so freundlich zu mir. So lieb, nett und fürsorglich. Total lieb. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Ja. Also klar, das Ding muss verkauft werden. Ich werde einmal das verkaufen. Die Schrotflinte mag ich einfach aktuell ein bisschen zu sehr. Aber ich hätte gerne... Ist die Frage, packe ich jetzt... Die Max mit der Gegenkapazität auf der Primärzelle. Abgeschlossen. Jetzt ist witzigerweise wieder voll. Was ist das? I don't know. In 3. 2. 1. Warum stöhnst du so? Okay, ich wende die Raupe. Wir treffen uns draußen. Ich will's hoffen. Dani auf dem Vorplatz. Okay. Irgendwas ist hier noch. Aus diesem Gefängnis vor sich selbst ist nicht möglich. Der einzige Weg in die wahre Freiheit ist der innere Weg. Nur wer sich selbst kennt, kann sich so entwickeln, wie es seine Bestimmung ist. Schön. Ich würde jetzt gleich mal diese neue Schrohflinte einmal ausprobieren. Flucht aus diesem Gefängnis. Ein Entschlüsseler. Was ist ein Entschlüsseler? Ich habe einen Entschlüsseler bekommen.
Ha, ihr Witzbolde. Oh, nein, 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 nein. Wo zum Teufel ist die? Kann ich erkennen. Ja, die Hälfte von denen sind die richtigen Gegner. Und ich weiß nicht genau, wie ich erkenne. Er. Wenn ich recht habe, ist das gut. Er auch. Ich glaube, er auf jeden Fall. Er auf jeden Fall. Aber ich komme hier nicht weiter. Na doch. Die 5 Meter, die auch zu Fuß gehen können. Wenn wir jetzt gleich da sind. Zum Hangar geht's dort lang. Ich weiß. Gut. Und wo fährst du hin? Ist das das Schiffswrack? Bin gleich wieder da. Was? Das ist doch sein Schiff, oder nicht? Hey, komm zurück! Oh mein Gott. Das ist mein Schiff. War klar. Hey, Danny! Was machen wir hier? Ich muss es mit eigenen Augen sehen. Was? Stopp! Wait, what? Moment, was ist das hier? Bauteile, die in eure Fortune, Preis und Gelistung Credits verkauft werden können, die ihr entschlüsseln. Okay. Ich habe auf einmal neue Munition, nur möchte ich außer auf Schrinken tun. Okay, wir machen hier einen kurzen Cut. Ich sage bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.